Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem schönen Kaukasus. Wir haben ja gestern hier fleißig hantiert, alles soweit fertig gemacht und müssen jetzt, wie Sie sehen Sie nichts, Feld 7 weitermachen. Da habe ich vorhin Olga und Ivan schon hingeschickt. Einmal mit dem Auto und einmal mit dem LKW als Abfahrer. Wir werden jetzt hier noch den Drescher hinbringen. Sollen die beiden da mal arbeiten? Ich hoffe mal, das funktioniert. Das kriegen die hin. Weil wir müssen hier Feld 13. Das neue Feld, das wir gestern abgeerntet haben. Da können wir gleich mal gucken, ob wir noch Mist haben. Kuhstall, Mist. 38.000 Liter ist jetzt nicht sonderlich viel. Wir haben 105.000 Liter Gülle. Dann werden wir da Gülle drauf streuen. Und dann werden wir da pflügen. Mit einer guten Kombination, die ich schon auf dem Hof stehen habe. Dann bereiten wir das ganze Feld wieder vor. Sehen wir da erstmal Roggen drauf, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Stroh. Feld 7 bringt uns ja auch noch Stroh. Sojabohnen und Raps soweit verkauft. Gerste kann noch weg. Da können wir uns vielleicht nachher oder morgen mal gucken. Da kümmern wir uns noch drum. Wir müssen auch noch ein bisschen Mischfutter an die Kühe bringen. Da machen wir mit dem kleinen Fendt. Aber erstmal ist wichtig, dass das Feld wieder vorbereitet wird. Die Kühe haben ja noch. Die haben noch Mischfutter. Die sagen zwar die ganze Zeit, sie brauchen. Aber ich denke mal, das liegt daran, weil dem einen Trog einfach zu wenig drin ist. Ist aber kein Thema. Das ist alles eine Sache. Das kriegen wir hin. Das ist eine Feinheit in der App. Muss ich mal noch einstellen. So, mal gucken. Ich hatte eigentlich gesagt, einer von beiden soll sich hinten an den Rand stellen. Ich hoffe mal, die haben das auch gemacht mit dem Tatra. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Tatra losgeschickt habe. Ich glaube, Ivan. Ja, mal gucken. Ah ja, okay. Hier steht auf jeden Fall schon mal unser Auto. Jetzt müssen wir mal gucken. Es wird natürlich jetzt hier alles ein Bacon eng, ne? Ist ja nicht gerade der, Gott, oh Gott, der kleinste Drescher. So sollte es aber eigentlich passen. Einmal ganz kurz hier. So. Ah ja, da hinten seht ihr es. Da steht er. Und wartet. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll nicht hier rauffahren, weil wenn hier oben der Drescher am Wenden ist, gerade bei dem Riesenteil, es muss nicht unbedingt sein, dass die sich dann so eng stehen, dass die hier auch noch ineinander fahren. Das ist mein Auto, alles klar, passt. So. Ihr seht das oben am Preis, Geld. Eigentlich war ja ein bisschen mehr da. Aber wir haben ja gleichzeitig noch ein bisschen eingekauft, ne? Wir haben ja gerne noch die besagten Anhänger gekauft. Da muss ich mal kurz gucken, ist die. Sieht man das eigentlich? Oh ja. Schön. Die noch in umleuchten können aus. Ein paar Anhänger gekauft, weil die waren ja, das haben wir ja gestern festgestellt, die waren ja eindeutig zu klein. Ja, wir wollen ja auch demnächst mal die Silage da, oder uns der Silage entledigen. Das wir ja eigentlich schon seit, boah, seit wann reden wir denn davon? Auch schon Ewigkeiten, ne? Ewig und drei Tage. Ich hoffe mal, der kommt jetzt hier. Er hat, doch, das sollte passen, wenn wir jetzt noch um diesen einen Baum rumkommen. Dann soll das eigentlich passen. Erstmal müssen wir mal hier ganz kurz. Haben wir schon, okay. So, jetzt wollen wir den mal hier vorne ganz an Anfang stellen. So, der ist am Arbeiten, das ist super. Oh, die machen richtig Meter, die großen Dinger, ne? Also, lohnt sich. Wir müssen jetzt hier mal sehen, dass wir jetzt hier den. Was ist das denn hier? Ist das hier der Wildraps da? Tja, komisch. So, schauen wir uns mal eben kurz das Auto. Fahren wir nochmal eben kurz beim Ivan vorbei. Gucken wir mal, ob das alles soweit klappt, wie wir das hoffen. Bevor wir uns dann den Güllezubringer schnappen,
Das könnten wir eigentlich auch noch, ne? Feld 13 da mit Gülle hantieren, da könnten wir eigentlich. Oder hätten wir uns eigentlich noch so einen Feldrandcontainer mitliefern lassen sollen? Damit wir nicht immer ganz zum Hof eiern müssen, ne? Aber jetzt ist es zu spät. Nu, it's too late, aber wir haben ja noch unseren Klaster, das passt ja alles, der ist ja nicht so. So, mal eben gucken hier. Ja, soll zwar nicht abtanken. So, ganz kurz hier. Läuft Ivan oder was? Eben kurz gucken, hat er den. Ja. Ja. Okay, wir sind mal gespannt. Wir lassen uns mal einfach mal überraschen, was hier so passiert. Ihr habt euch ja gestern beschwert. Ihr habt ja gesagt, lasst doch die beiden das machen. Misch dich da doch nicht immer ein. Ihr habt ja recht. Wir haben ja nur beim letzten Mal das gemacht, weil Ivan krank war. Oh, unser Mais ist auch schön. Der ist auch schon fast reif. Wir müssen uns dringend um die Silage kümmern. Das nützt nichts, die muss weg. Dann werden wir uns mal Förderbänder mieten. Dann geht das Ganze mit dem Rausziehen ein bisschen schneller. Da haben wir auch einen neuen Silagewagen übrigens. Einen neuen Anhänger für den Transport der Silage. Das passt. Pappeln, Mohrrüben, Zuckerrüben. Ist alles bald soweit. Alles gut. Die Gerste bringen wir natürlich, auch wenn es mehr Geld bringt, die zu verkaufen. Wir bringen sie aber zur Brauerei. Ja, ein bisschen Bier draus herstellen lassen, ne? Wir haben Durst. So, jetzt muss ich bloß eine Sache berücksichtigen auf dem Hof. Ich darf das Auto nicht an die falsche Stelle parken. Weil ich vertraue Ivan zwar, aber ich habe da so meine Bedenken. So, hier müssen wir, haben wir im Moment Platz. Zack, so. Wir müssen ja auch noch Treibstoff holen. Haben wir auch noch nicht. Aber wir wollen jetzt erstmal die. Nee, wir müssen. Kümmern wir uns erstmal um die Gülle? Ja, wir kümmern uns erstmal. Nein, wir kümmern uns erstmal um die Rinder, dass das aufhört. Dass wir gleich nochmal. Die Futtermischstation befüllen können. Bevor wir nämlich dann die Silage verkaufen, dass wir vielleicht nochmal so ein bisschen was produzieren hier. Oder ich ziehe die Silage rauf und mache raus und mache einen Haufen. Darf man Silage so lagern? Also, was heißt darf, aber kann man Silage quasi als Haufen irgendwo hinlegen? Ich weiß, ihr werdet es wahrscheinlich wieder reinschieben. Es gibt eine Station, dass wir da wieder Ballen draus pressen können. Was macht ihr da auf dem Feld? Okay. Moment. Da müssen wir mal ganz kurz. Sekunde. Oh mein Gott. Was macht ihr denn? Was veranstaltet ihr hier? Der arme neue Drescher. So geil das nicht. Oh, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Ja, müssen wir nochmal den Tatra umstellen. Ja, ganz kurz hier. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, wie wir uns hier mal eben ganz kurz den Berg hochhangeln. Ja, voll durch den Bestand gefahren, Ivan. Ganz toll, Kerl, ganz toll.
Junge, Junge, da im Scheiße bauen sie die beiden echt gut, ey. So. Ivan, ich weiß nicht, was du jetzt hier möchtest, aber... Dich wollen wir mal ganz kurz umstellen, ne? So, mal gucken, dass das jetzt funktioniert. Ich habe ihn ja extra an den Feldrand gestellt und nicht aufs Feld, damit er nicht im Weg steht, ne? So. Zack. Dasher hast du noch drin. Passt. Abfahrer einstellen. Oh, mal gucken, was passiert. Ja, und am besten Fall erwischst du das jetzt vor dem Feldrand. Los. Gas. Haben wir mal eben kurz im Auge behalten, Leute. Tut mir leid, aber das müssen wir mal kurz kontrollieren hier. Oh, hast du den richtigen Abstand? Ja. Da gab es was. Moment. Seitlicher Abstand. Na los. Moment, Moment, das machen wir nochmal. Dann lassen wir den einmal... Machen wir einmal manuell. Ich hoffe, 15, das waren jetzt 11, das sind 4 Meter mehr. Das müsste eigentlich, ja, müsste passen. Sind wir mal gespannt. Eigentlich müsste er jetzt warten, weil... Und so. Oh. Oh. Das macht Sinn. Das macht total Sinn, was du hier gerade veranstaltest. Du bleibst jetzt hier nicht einfach stehen, oder? Dein Ernst? Okay. Kann er ja mal machen, ne? Du hast doch hier deinen Wartepunkt. Warum bleibst du da nicht auch einfach hier stehen? Aber verstehe wieder, wer will. So. Wo waren wir stehen geblieben? Futtermischer. Traktor. Ja, das ist immer noch so eine... Ja, wir müssen das nochmal im Auge behalten. Ihr seht, wie nennt man das so schön, er war stets bemüht. Aber es hat ja auch geklappt, er ist ja schon mal hingefahren. Er hat sich dann halt bloß aufs Feld gestellt, was nicht so schön war. Aber mal gucken, vielleicht lag es auch daran, weil ich ihn unterbrochen habe. Lassen wir ihn erstmal machen. Wir wollen ja hier ihm keinen Stress verursachen, ne? So. Hallo? Wieso, was möchtest du denn jetzt? Abkippseite vorne, ja, warum möchtest du nicht abkippen? Ah, wir waren zu weit weg. Alles gut. Wollte gerade sagen, also das hier ist echt, der Traktor gefällt mir. Wobei der eigentlich ja mehr so,
Also überwiegend habe ich sowas hier gesehen in Gärtnereien und sowas, ne? Diese kleine Fendt. Weiß gar nicht, warum die Gemeinde hier den hatte. Ah gut, das ist geschenkt, ein Gaul. Schau mal nicht ins Maul, ne? Wie man so schön sagt. Oh ja, Stroh müssen wir definitiv wieder auffüllen. Wir haben allgemein, ne? Wir haben da hinten auch Rundballen, haben wir auch nicht mehr so viel Stroh. Ich meine, wir machen das auf jeden Fall in Quaderballen. Geht einfach schneller. Wobei Feld 7 ist relativ gerade, ne? Wir können eigentlich auch Rundballen machen. Rundballen, Quaderballen mache ich ja meistens hier auf den hügeligeren Feldern, so Feld 13 zum Beispiel. Da würde ich dann auch, würde ich auch Quaderballen eher machen. Ah, Feld 7? Ja, da machen wir Rundballen von. Ja, beide Liga. Also warum sollten wir sie nicht auch benutzen? Rumgeaast haben die Kühe hier auf jeden Fall auch. Können wir auch wieder sauber machen hier. Schon fast wieder. Können wir bald den wieder umbauen hier. War zuerst am überlegen, ob ich uns noch, oder ob ich noch so einen kleinen Brandner bestelle. Dass der hier hinter noch so einen kleinen Brandner kriegt. Falls er mal wirklich mal ein bisschen mehr transportieren muss. Aber habe ich mir gedacht, wird vielleicht ein bisschen schwer. Deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Außer immer mal ein bisschen abwägen, ne? Okay, das heißt, er möchte tatsächlich hier vorne in dem Mischstand noch was haben. Dann machen wir das doch mal. Habt ihr noch Platz? Oh ja, okay. Okay, also merken wir uns. Im Stall und draußen kann man beides Kraftfutter abladen. Und wenn ihr diese App auf eurem Farming-Tablet habt, so wie ich hier, ne? Dann müsst ihr auf jeden Fall in beidem die Sachen reinschmeißen. Dass diese App das vernünftig erkennt. Wieder was gelernt. Aber dazu können wir auf jeden Fall mal hier die Abkippseite ändern. Moment, das war mittleres Mausrad, ne? So. Auf die rechte Seite. Dann kippen wir das rein. Dann werde ich mal gucken, dass ich zum nächsten Mal uns noch so einen kleinen Feldrandcontainer oder ein Güllefass oder so ein kleinen Zubringer da bestelle. Da bei Feld 12 sind wir schon dreimal gefahren. Feld 6 war es, dreimal gefahren. Also Feld 13 ist noch ein bisschen, ja, wir sollten uns einen Zubringer hinstellen. Das macht ja auch Sinn. Vielleicht nicht unbedingt gerade diesen Riesencontainer, sondern vielleicht eher was Kleineres. Zum Beispiel so ein LKW-Anhänger. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Der uns das Ding vielleicht so zweimal befüllen lassen kann. Vielleicht kaufen wir uns auch einen. Es macht ja Sinn, sowas am Hof zu haben. Na, mal schauen. Liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Die leichte Chaos-Folge mit dem Curseplay. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und bleibt dem Kanal treu. Schaut die Minecraft-Videos. Schaut weiterhin fleißig die Let's Plays. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.